Nach dem Ölwechsel so ein komisches Geräusch. Woher kommt denn das? Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Jedenfalls, da hängt unter dem Auto, was ist die untere Motorabdeckung von dem Wagen. Die hat sich gelöst und hängt nun sozusagen auf der Fahrbahn, macht natürlich Schleifgeräusche. Und das Problem ist, der ist noch an dem hinteren Teil sozusagen festgeschraubt. Und deswegen kann man die nicht einfach abziehen. Und da der Wagen relativ neu ist, will ich nicht unbedingt da was beschädigen. Aber sie sagte, ja, hier in der Nähe ist mein Bekannter, der arbeitet hier in der Werkstatt. Da könnte der das machen und hierher kommen. Die stand eben kurz vor der Abfahrt. Und das Problem ist halt immer, wenn man so kurz vor der Abfahrt steht, dann scheren manche Leute rüber. Und wenn dann einer unter dem Auto liegt, weil er vielleicht eine Schraube lösen will, dann sieht das nicht gut aus. Deswegen hier ein Stückchen weiter, weil hier ist die Lage beruhigt. Und hier können sozusagen, kann Ihr Bekannter das hintere Teil von der Motorabdeckung abschrauben. Also beim Ölwechsel sozusagen ist es wichtig, bei der Motorabdeckung, bei der unteren, alle Schrauben wieder festzuziehen. Ist da eine überkandidelt, dann sollte man das mit einem Kabelbinder nochmal festjustieren, weil das sieht man ganz oft, dass diese Dinger unterm Auto flattern, wie so ein Vogel, der abstürzt.